Herzlich willkommen. Ein weiteres Video, Matheklasse 8, Textaufgaben, die auf quadratische Gleichungen führen. Wenn ihr bei mir seid, habt ihr die auf Blatt 5, die Nummer 2. Wir machen noch ein Zahlenrätsel. Ich blende sie euch ein. Die Aufgaben auf dem Blatt habe ich diesmal mir nicht selber ausgedacht, sondern ich verlinke euch unten die Adresse. Eine ganz schöne Aufgabensammlung von der Uni Bayreuth. Smart heißt die. Wir starten mit einer zweistelligen Zahl. Wir erinnern uns, das haben wir schon bei den LGS-Aufgaben gebraucht. Eine zweistellige Zahl, die nenne ich mal x, kann ich schreiben als z mal 10 plus e mal 1, wobei klein z die 10er-Ziffer ist. Also eine Zahl 1, 2, 3, 4 und so weiter bis 9. 0 darf ich nicht, sonst wäre es nicht zweistellig. Und die 1er-Ziffer ist eine Zahl zwischen 0 und 9, also eine natürliche Zahl inklusive der 0, 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. 0 ist hier erlaubt, weil eine zweistellige Zahl darf ja 0 als 1er-Ziffer haben. Früher hat man die x und y mal genannt, jetzt nenne ich sie halt z und e. Ist ja auch völlig egal. So, jetzt müssen wir da zwei Bedingungen aus dem Text herauslesen, die uns dann am Ende auf eine quadratische Gleichung führen. Die 1er-Ziffer ist um 5 kleiner als die 10er-Ziffer. Das heißt doch, die 1er-Ziffer ist 10er-Ziffer minus 5. Zweite Bedingung, wenn ich die Zahl selber mit ihrer 10er-Ziffer multipliziere, also einfach x mal z, dann erhalte ich das 56-fache der Quersumme. Ja, aber die Quersumme ist ja nichts anderes als die Summe dieser beiden Ziffern. Okay, jetzt setze ich in 2 ein. Ich weiß ja, x ist von der Form z mal 10 oder einfach 10z plus e mal 1, also einfach plus e. Das setze ich hier ein. So, und jetzt wie gewohnt schmeiße ich eine der Variablen raus. Hier steht schon schön da, e ist ja irgendwas von z, also z minus 5. Das heißt, ich ersetze jetzt hier dieses e und ich ersetze dieses e durch z minus 5. Und spätestens jetzt wäre wieder ein guter Moment, das Video zu pausieren, selber versuchen, auf eine quadratische Gleichung zu kommen, die zu lösen und wir vergleichen dann am Ende. Viel Erfolg! Okay, bin gespannt, ob ihr es geschafft habt. Also hier überall das e durch z minus 5 ersetzt. Hier hinten ganz wichtig wieder die Klammern wegen Punkt vor Strich, sonst würde die 56 nur bei dem z stehen. Dann habe ich hier vorne 11z. Ich multipliziere das z hier rein, Distributivgesetz gibt mir 11z² minus 5 mal z. Das steht hier. Hier drüben bekomme ich, nachdem ich da ausmultipliziert habe, 112z. Das bringe ich mit minus rüber. Und 56 mal minus 5 ist minus 280, das bringe ich mit Plus rüber. Dann fasse ich die beiden noch zusammen, gibt mir minus 117z. Und jetzt da auf jeden Fall nicht Vieta probieren, nachdem man durch 11 teilt, sondern Mitternachtsformel. Das habe ich jetzt ausgelassen, das haben wir jetzt ja schon diverse Male zusammen gemacht. Da nehmt unbedingt einen Taschenrechner. Und dann kommt eine natürliche Zahl raus als Lösung, nämlich die 7. Und das andere ist 80 22stel. Und das ist keine natürliche Zahl mehr. Also da könnt ihr noch kürzen, aber es wird trotzdem keine natürliche Zahl. Das heißt, das ist raus. Somit ist unsere gesuchte 10er-Ziffer 7. Und die 1er-Ziffer ist ja laut Gleichung 1 5 weniger, also 2. Das heißt, die gesuchte Zahl wäre die 72. Und dann unbedingt wieder die Probe machen. 7 und 2, ja, das passt. Zahl mal 10er-Ziffer ist 72 mal 7. 490, das ist 504. Und die Quersumme ist 9 und das 56-fache der Quersumme. 56 mal 10 ist 560. Eins davon weg, weil ich ja nur mal 9 nehme, ist tatsächlich 504. Damit passt das. Das gerne selber noch aufschreiben, die Probe, und dann als Antwortsatz, die gesuchte Zahl ist 72. Auch das hier, wie die Zahlenrätsel davor, keine wirklich schwierige Aufgabe, wenn man mal diese Darstellung hier gesehen hat und sich erinnert, was die Quersumme ist, aber rechnerisch natürlich deutlich aufwendiger. Das heißt, dass ihr euch hier irgendwo verrechnet und nicht auf natürliche Zahlen kommt, das kann durchaus passieren, aber den Ansatz finde ich, sollte man hinbekommen, nachdem wir das bei den LGSen ja schon öfters geübt haben, mit so zweistelligen Zahlen umzugehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.